Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Tomb Raider Legends. Tomb Raider, natürlich. Ja, letztes Mal, deswegen glänzt Lara auch so ein bisschen, haben wir eine kleine Schwimmtour wieder runter in den Tempel gemacht, wo, wie wir erfahren haben, Amalia oder Amelia, ja, diese Kollegin, Freundin von Lara ertrunken sein soll, beziehungsweise ist. Aber es gibt ja Hinweise von dem. Lol. Bin da. Das sind Fake-Steine. Das sind Projektionen. Nein, ich glaube mal, ich schätze mal, das ist ein Bug, dass ich da jetzt durch die Steine gehen kann. Soll, glaube ich, nicht so sein. So, aber diese Tür, da war doch dieser Edelstein drin. Da wird doch best. Und da schauen wir doch mal rein. So. Was wir hier Schönes haben. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König. Aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab, Titicacasee. ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Ja. Hört sich zumindest sehr danach an. Ich will trotzdem mal vorsichtshalber nicht. Okay. Wie komme ich da hoch? Ah, dadurch, würde ich sagen. Zack. So. Hoppala. Ich hätte da hoch müssen. Okay. Achso. Man sollte auch richtig springen. Nein! Mist. Da bin ich zu früh abgesprungen. Und Lever. So. Und hepp. So. Bevor wir irgendwas machen, analysieren. Oh, das sieht wertvoll aus. Da hängt nicht ohne Grund ein Seil. Der Boden wird best. Hallo? Lass mich raten, der Boden wird gleich irgendwie einbrechen oder so. Ah ne, der ist schon ziemlich eingebrochen. Ja. Oh. Na komm.
Hoppala. Halleluja. Puh, gute Beinarbeit. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du solltest recht haben. Damit meinen Sie das? Das. Ich möchte annehmen, das kannst du bewegen. Das lässt sich bewegen. Na, was. Was hast du da noch? Was für eine bemerkenswerte Apparatur! Eine Apparatur. Da ist noch eine Kugel. Das könntest du bewegen. Das ist ein Mechanismus. Das ist bestimmt ein Mechanismus. Das ist bestimmt eine Falle, wenn ich da was entferne, dass die auf mir runterdonnern oder so. Soweit ich das sehe, ist es nicht festgenagelt. Okay. Sonst noch irgendwas zu sichten? Ah, die Platt. Oh, das ist ziemlich cool. Ah nee, da müssen die Kugeln, schätze ich mal, hin. Die da oben, die und die müssen bestimmt da drauf. Okay, dann schauen wir mal. Und hoffen mal, dass das da nicht uns da nicht irgendwas im Weg ist, was noch gefährlich ist. So, aber kann ja mal, ne? Sicherheitshalber. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Ja, genau. Geht's ähnlich. Warte mal. Kann das sein, dass ich... Warte mal, da oben ist doch, glaube ich, eine Kugel direkt, ne? Ja. Die andere war hier oben, genau. Müsste ich doch. Zack. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Sie war hübsch, aber im Weg, genau. Aber du hast es erfasst. Alter. Oh, Kamerasteuerung, please. Ich hasse diese Steuerung. So. Und da kommt schon mal der zweite Strahl. Da ist schon mal das zweite. Da kreuzen die sich, okay? Komme ich da irgendwie hoch? Ja, da komme ich sogar hoch. Wie stylisch ist das denn? Juppala. Juppala. Nee. Wie komme ich an diese komische Kugel denn ran? Wie komme ich denn an diese Kugel ran? So gefragt. Da hoch komme ich nicht. Ach so, bestimmt am Mond. Dachte ich mir doch. Nee. Ist zu weit. Okay. Dann. Ball. Haha. Da geht's doch. Ah, okay. Ich verstehe das Prinzip. Da oben kommt das Licht rein. Wird hier gebunden, sage ich jetzt mal. Und. Puff. So. Autsch! Okay, das geht also nicht. Weiß ich Bescheid. Na, und ich muss alles von vorne machen. Na toll. Okay, weiß ich aber Bescheid. Ich hab... Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Ja, sie war hübsch, aber im Weg.
Ne? Aber ich weiß ja jetzt, wie es geht. Und weiß dann dementsprechend auch, dass sie... Ja, komm. Schön für dich, dass mich jetzt mal... Wow. Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich. Zack. Warte mal. Na komm. Nicht wegrollen hier. Zack. Da haben wir schon mal das zweite wieder. Okay, jetzt weiß ich ja, wie ich da hochkomme. Das heißt, ich kann mich hier einmal rüberspringen. Bis zur Mitte. Hoch und hoch. Und... 1, 2, 3. Und schon habe ich's. Okay, dann muss ich sie... Hopp. Einfach nochmal so. Warte mal, komme ich da? Müsste ich da eigentlich auch rüberkommen, genau. Wow. Jeppala. Oh oh. F fallen lassen. Nein. Oh, Gott sei Dank. Das hat sie überlebt. Oh, jetzt sind zwei. Das will ich ja natürlich nicht, dass das zwei sind. Denn die zweite muss, beziehungsweise dritte muss ja hier mit rein. Zack. Ah, jetzt trifft es auf die richtigen Stellen. Oha. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthurs. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Schätz mal, ich muss da hoch. Oder? Ja. Excalibur. Nämlich hieß es. Das Schwert von König Arthur. Ui, da ist es. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Sie werden sich hier wohlfühlen. Oh, shit. Jetzt kommt groß... Offensive oder was? Eieiei, okay. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Den oberen Weg? Eieiei,
Scheiße. Ja, toll. Nein, das war der falsch. Das war falsch, das war sowas von falsch. Hep, hep, hep. Dann halt daran. Und heppala. Vorsicht. Da drüben sind sie nämlich. Schon. Unsere Werten. Heppala. Zwei. Heppala. Ich bin mal so frei, ne? Fackala! Ah, scheiße. Nein! Warum? 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 Ich find's scheiße, dass man bei ihr, dass sie nicht schnell mal die Waffe weglegen kann und sich das alles greifen kann. Meine Herren. Ah, ja, ja, ja. Nein! Ah, scheiße! Ah, Leute, das geht doch nicht. Das geht doch alles nicht. Meine Herren. Komm schon. Komm schon, Löger. Zack, 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 zack. Bisschen schneller. Bisschen schneller. Hep, 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 hep. Und hep. Hep, 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 und hep. Hep, 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 so. Und hep. Jeppala. Jep. Ich kann nicht sehen. Du, ob sie runtergefallen ist, vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Glück? Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht so blöd, das verdammte Seil festzuhalten. Es war nass. Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist, über diese glitschigen Felsen und... Viel Spaß. Boom. Nein! Ah! Warum? Warum? Komm schon. Das gibt's doch nicht. Hap, 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 hap. Zack. Und hap. Und hap. Und zack. Jetzt mal ein bisschen Tempo. Hap. Und hap. Und hap. Nein. Oh. Alter, der war. Mach mir keine Angst hier, bitte. Hap. Hap. Hep, hep. Heppala. Und heppala. Nicht sehen. Du, ob sie runtergefallen ist, vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht so blöd, das verdammte Seil festzuhalten. Es war das? Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist. Okay. Los. Sicherheitshalber nehme ich mal hier. Ne? So.
Na komm. Komm, 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 komm. Ich höre nichts, habt ihr das gesehen? Soll ich euch mal was sagen? Bang! So, aber bevor wir weitergehen, würde ich sagen, war es das erstmal für heute mit Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es denn weitergeht. Und wir hier aus der netten Tempelanlage fliehen. Also, tschüss, ciao, euer Levers.